Hi, Ruben von der Personal Trainer Academy. Mein heutiger Coaching-Tipp ist: Spezialisiere dich. Der Benefit davon, dass wir uns 50 Zertifikate an die Wand nageln mit unserem Namen drauf, ist nicht gerade sehr hoch, wenn diese Seminare alle in verschiedene Richtungen gehen. Wenn du bereits ein Klientel bedienst, dann konzentriere dich auf Seminare und auf Ausbildungen, die dich nach vorne bringen, indem sie dir helfen, dein Klientel besser zu bedienen. Du hast auch nicht viel davon, wenn du auf deiner Webseite 20 Spezialisierungen drauf knallst, weil unsere Kunden das sehr gut nachvollziehen können, dass man nicht in 20 Dingen gut sein kann. Darum finde deine Nische. Wenn du diese noch nicht gefunden hast, wenn du noch nicht ein Klientel bedienst, von dem du weißt, ja, das geht eigentlich hauptsächlich in die Richtung Training mit Rentnern, dann hol dir ein Feedback von deinem Umfeld, wie du auf andere wirkst. Bist du mehr der Power-Mensch, der vielleicht gut wäre für einen Bootcamp, oder bist du doch mehr so der ruhige, strukturierte Mensch und solltest Leuten vielleicht nach der Physiotherapie wieder helfen, ins Training zu kommen? Das sind nur mal zwei Bereiche, um diese zu nennen. Also schau, dass du dich spezialisierst und kein Mensch da draußen wirst, der sich unzählige Seminare reinzieht, die aber alle in verschiedene Richtungen gehen, weil das wird dich oft nicht nach vorne bringen. Das Ganze streut, das Ganze nur bündel irgendwie deinen Fokus. Wir werden zugeschüttet mit Informationen, wie auch mit diesem Video hier. Schau, dass du dir das Beste rauspickst, was dich und vor allen Dingen deine Kunden, die du bereits bedienst oder bedienen willst, nach vorne bringt. Das war's. Ciao, bis zum nächsten Mal.